durch konstruierte Konstellationen werden Themenbereiche, die miteinander nichts zu tun haben, miteinander verknüpft. Personen, die miteinander nichts zu tun haben, werden miteinander verknüpft. Und dadurch soll erstens eine öffentliche Debatte unmöglich gemacht werden. Und zweitens sollen Menschen abgeschreckt werden. Der Teufel, der da an die Wand gemalt wird, vom Standard wird dann immer mehr Realität, wenn Leute der Mitte aus Angst aufhören, sich zu engagieren, und übrig bleiben dann zweifelhafte Kräfte. Und umso wichtiger ist es, glaube ich, dass wir Menschen wirklich aus der Mitte der Gesellschaft uns nicht abschrecken lassen, weil so ein Thema gehört in die Mitte der Gesellschaft. All jene, die beim Marsch fürs Leben 2022 hier in Wien dabei waren am 15. Oktober, werden bezeugen, das war ein super Event, wo die wichtigen Anliegen des Lebensschutzes wirklich gut rübergekommen sind. Und vor allem hat sich gezeigt, die Stimmung war großartig. Lebensschützer sind einfach lebensfrohe Menschen. Einer von diesen lebensfrohen Menschen ist Jan Ledochowski. Jan, ich begrüße dich recht herzlich. Wir haben dich ja auch während dieses Marsches zu einem Interview gebeten. Du bist Präsident der Plattform Christdemokratie und Sprecher der Christdemokratie im ÖVP-Rathausclub in Wien. Dieses Interview mit dir ist ja in besonderer Weise weiterverarbeitet worden. Sag uns kurz was dazu. Ja, also ganz richtig. Also wir haben ja relativ kurz in Wirklichkeit nur gesprochen. Und was ich auch quasi deine Kamera gesagt habe, ist eigentlich denkbar harmlos. Ich habe gesagt, das ist heuer wirklich was ganz Besonderes. Ja, trotz des Regens oder vielleicht sogar wegen des Regens ist dieser Marsch heuer besonders schön. Und was dann der Standard gemacht hat, er hat einen Beitrag über den Marsch fürs Leben geschrieben, ein Hitpiece, wie man das sagt, aber auf Englisch, beginnt mit, erste Zeile ist, wie war es, Martin Sellner von den Identitären, rechtsradikale Hooligans und Corona-Leugner marschieren gemeinsam mit katholischen, freikirchlichen Gruppen und so weiter. Und dann sagen sie, und dann zitieren sie mich, Jan Ledochowski hält das für etwas ganz Besonderes. Und so kommt dann mein Zitat, ja. Also nicht nur aus dem Kontext gerissen, sondern in einen völlig anderen Kontext gestellt. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, ob der Martin Sellner überhaupt dabei war. Das ist eine Behauptung, keiner von uns hatte ihn gesehen. Keine Ahnung. Wäre auch irrelevant in diesem Zusammenhang. Ja, also völlig irrelevant. Ich weiß nicht, wie er ausschaut. Ich habe Fotos gesehen von ihm natürlich schon in den Medien, aber ich würde ihn ziemlich sicher nicht erkennen. Und wie du sagst, es ist irrelevant. Es ist ein Marsch, an dem jeder teilnehmen kann. Wenn jemand tatsächlich nicht teilnehmen darf, dann ist es Sache der Polizei, das zu verhindern. Nicht von den Organisatoren, die auch mit dem Herrn Sellner nichts zu tun haben. Und ja, und das aufs Tapet zu bringen mit einer Behauptung, die nicht zu widerlegen ist, ist unredlich. An dieser Stelle kann ich vielleicht auch einfügen, es ist ausdrücklich darauf hingewiesen worden von den Marschorganisatoren, dass sie sich vorbehalten, auch manche Plakate, die nicht dem Sinne des Marsches entsprechen, einzuziehen und vom Marsch auszuschließen. Also wenn wirklich jemand eine identitären Flagge gehisst hätte, wäre das Spiel sehr schnell am Ende gewesen und ihm wäre die Tür gezeigt worden. Weil natürlich wollen wir mit solchen Menschen nichts gemeinsam haben, in keiner Art und Weise. Ja, also wir können nicht verhindern, dass Leute mitmarschieren, wir können sie nicht kontrollieren, wer das ist, und ich glaube, die Organisatoren wollen das auch nicht, und ich als Teilnehmer will schon gar nicht herumgehen und andere Leute prüfen, ob wir weltanschaulich wirklich zu 100% übereinstimmen. So verstehe ich die Versammlungsfreiheit nicht, und ganz grundsätzlich freue ich mich ja über jeden, der mitmarschiert, und das heißt noch lange nicht, dass ich mit denen übereinstimme, mit deren Weltanschauung. Und das merkt man auch ganz besonders an einem wirklich eigentlich ungustiösen Beitrag, von der Freiheitlichen Jugend kam. Die haben nämlich auch das aufgegriffen und haben dann, da hieß es irgendwie so ähnlich, was Emily abgetrieben hat, gebiert Aisha. Ja? Und weißt du, man muss ja manchmal ganz dankbar sein für solche Posts, weil da wird wirklich auf den Punkt gebracht, was ist eigentlich der Unterschied. Ja? Beide vermeintlich pro-life, aber nein. Nein, das ist nämlich nicht pro-life, wenn man sagt, das eine Kind ist schade, wenn es abgetrieben wird, das andere nicht. Da trennen uns Welten davon, und das wäre ja durchaus, zum Beispiel, das wäre ja eigentlich interessant, darüber zu berichten, ja?
das wäre ein interessantes Thema, dass man mal schaut, okay, welche Gründe gibt es dafür, dagegen und so weiter. Aber so weit kommt es ja nicht, weil so getan wird, als wäre alles das Gleiche, alles rechtsradikal und Corona-Leugner und alles, Klimawandler hätte man noch wahrscheinlich auch dazu schreiben können. Nur um eine Diskussion zu verhindern. Jetzt hat das Ganze ja aber durchaus auch ein gewisses System. Es ist ja nicht das erste Mal, dass dieses passiert. Man nennt das ja auch Framing. Da wird ein Inhalt in einen anderen Zusammenhang gestellt und nur genau dieser Zusammenhang, dieser Frame wird betrachtet. Alles andere ist ausgeblendet, als wenn es gar nicht da wäre. Der Standard ist es einer der eher linksliberal tendierenden Medien bei uns im Lande, die offenbar auch mehrheitlich die Meinung haben. Warum tun die das? Steckt da vielleicht noch mehr dahinter? Also zum Beispiel, ich lese ja eigentlich den Standard gerne, ja, weil ich finde, es gibt auch gut recherchierte Beiträge. Der Beitrag war ja durchaus auch gut recherchiert, muss man sagen. Er hat sich viel Arbeit gemacht und die handelnden Personen herausgearbeitet und gegengecheckt. Also dafür ja grundsätzlich Respekt und auch, dass ihn das Thema interessiert, finde ich ja gut. Ich würde mir ja wünschen, dass alle darüber berichten. Allerdings finde ich für ein Medium, das sich laut Eigendefinition ein liberales Medium ist, würde ich mir ein anderes Selbstverständnis erwarten, nämlich eben nicht ein Framing, sondern der Versuch, tatsächlich die Position der handelnden Personen darzulegen, sodass sich die Leser eine eigene Meinung machen können. Und dann gibt es die Kommentarspalten und den Meinungsbereich, wo es dann durchaus legitim ist, das noch zu werten. Und das finde ich auch in Ordnung so. Aber das, was passiert ist, wenn einer das liest, der keine Ahnung hat von dem Thema, geht einfach mit einem völlig falschen Bild von der Realität nach Hause. Und das ist für mich nicht die Aufgabe eines Mediums. Ich bin schon aus dem Freundeskreis gewarnt worden. Ich möge mich doch von Veranstaltungen fernhalten, wo ich von der rechtsradikalen Seite instrumentalisiert würde. Also wenn dort ein Anliegen ist, was jetzt keines politisch rechts oder links unbedingt ist, du gehst dort mit und jemand schreibt, da waren auch die Rechtsradikale dabei, dann würde ich ja quasi als Rechtsradikale erscheinen und damit ist es völlig klar, ich gehe lieber gar nicht hin. Also im Grunde steckt dahinter eine gewisse Angstmache, so würde ich das bezeichnen. Leute in der Mitte der Gesellschaft, geht ja nicht dorthin, wo ihr in Verruf kommen könntet, unter die Rechtsradikalen gerechnet zu werden. Ja, und das hat Methode und du hast auch gefragt, warum das der Standard macht. Und jetzt will ich nicht einmal jetzt unterstellen, auch dem Autor des Artikels, was er warum gemacht hat. Aber so grundsätzlich bin ich überzeugt, dass das richtig ist, was du sagst. Durch konstruierte Konstellationen werden Themenbereiche, die miteinander nichts zu tun haben, miteinander verknüpft. Personen, die miteinander nichts zu tun haben, werden miteinander verknüpft und dadurch soll erstens eine öffentliche Debatte unmöglich gemacht werden und zweitens sollen Menschen abgeschreckt werden. Und auch ganz ehrlich, also Leute, die mich kennen, mit denen ich zusammenarbeite, die wissen, das stimmt nicht, was da steht. Die wissen das. Aber es gibt natürlich ganz viele Personen, die mich nicht kennen, oberflächlich kennen, die Plattform Christdemokratie nicht kennen, nur oberflächlich kennen. Und die sollen davon abgeschreckt werden, mit uns zusammenzuarbeiten und zu kooperieren. Und das ist jetzt in meinem Fall auch schon passiert. Also ich nenne jetzt ganz sicher keinen Namen, woher diese Person kommt, aber jemand, mit dem wir schon was ausgemacht haben, hat mir am Tag danach geschrieben, er kann leider in keinerlei Form mehr, weder er noch die Institution dahinter steht, mit uns kooperieren. Und es wäre ein großer Zufall, wenn das nichts mit diesem Artikel zu tun hätte. Und leider der Teufel, der da an die Wand gemalt wird, vom Standard, wird dann immer mehr Realität, wenn Leute der Mitte aus Angst aufhören, sich zu engagieren und übrig bleiben dann zweifelhafte Kräfte. Und umso wichtiger ist es, glaube ich, dass wir Menschen wirklich aus der Mitte der Gesellschaft uns nicht abschrecken lassen, weil so ein Thema gehört in die Mitte der Gesellschaft.
Und die Mitte der Gesellschaft, das sind auch sehr viele Menschen, die das vertreten, die allerdings oftmals in dieser öffentlichen Darstellung nicht mehr vertreten sind. Jan, ich möchte dir herzlich danken für diesen Mut. Ich selbst möchte diesen Mut auch aufbringen und möchte auch Sie, liebe Zuschauer, darum bitten, diesen Mut zu haben und zum Beispiel Beiträge wie diesen zu teilen, auch mit Ihren Freunden durchaus zu diskutieren, um zu schauen, wo stehen wir. Oftmals, das beobachte ich, wenn man sich selber outet als ein wertekonservativer Mensch, der nicht unbedingt rechts stehen muss, der genauso auch links der Mitte stehen kann, dann findet man plötzlich heraus, wie viele Freunde man hat, die sich dann trauen, plötzlich den Mund aufzumachen, während sie vorher eigentlich Angst gehabt hätten. Und ich glaube, diesen Mut, den sollten wir aufbringen. Jan, und da vielleicht noch ein letztes Wort an dich, zu diesem Thema. Ja, also du hast die Freunde genannt und das will ich auch erwähnen. Also das war, ich habe mich so gefreut über die Menschen, die mir geschrieben haben und mir Mut gemacht haben. Das waren Freunde, das waren entfernte Bekannte, von denen ich schon lange nichts mehr gehört habe. Das waren auch Menschen, die mir nicht bekannt sind. Und leider, wir Menschen sind nun einmal so, wir schreiben eher dann, wenn wir uns über etwas beschweren wollen. Da bin ich ja auch nicht anders. Aber wir alle wissen, wie viel Mut und Kraft einem auch Lob schenkt. Also hier wirklich danke an alle, die mir geschrieben haben, die auch vielleicht auf Facebook gepostet haben und das geteilt haben. Das ist wichtig, weil das macht mir Mut, dass ich auch nicht allein bin, dass es einen Sinn hat, was ich tue. Und von der spirituellen Komponente, ja, von dem Gebet, ja, spreche ich hier ja noch gar nicht. Also wir dürfen das natürlich nicht nur in menschlichen Kategorien sehen, sondern das ist auch ein geistiger Kampf, der hier stattfindet, und auch da fühle ich mich getragen. Als Christen sehen wir das vielleicht ein Stück noch schärfer als mancher andere. Allerdings gibt es da sicherlich auch viele Menschen, die nicht so explizit christlich denken wie du und ich, die hier durchaus auch mit uns einer Meinung sein könnten. Ja, wenn also ein Interview, das ich aufgenommen habe, mit einem Freund gegen meinen Freund verwendet wird, dann bewirkt das ganz einfach Folgendes: Unsere Freundschaft ist vertieft, ja? Und ich danke dir, Jan, dass du diesen Mut eben hast. Ich sehe uns da durchaus auch als Kampfgenossen. Ich bin durchaus nicht kämpferisch veranlagt, aber solche Dinge bringen doch ein Stück weit mein Blut in Wallung. Und ich sage, hier ist eine gute Sache, für die müssen wir kämpfen. Da möchten wir jeden einladen, mitzutun. Ich danke an dieser Stelle fürs Zuhören und für alle, die den Marsch fürs Leben nicht miterlebt haben, hier noch ein ganz kurzer Ausschnitt, dass Sie mitbekommen, wie die Stimmung an diesem Samstagnachmittag in Wien gewesen ist. Danke fürs Zuschauen. Let's be a voice to the voiceless.